Hallo und willkommen zu meinem Stream hier mal wieder am Samstag vor Nachmittag. Ja, wollte mal sagen, ich habe ein bisschen an meinem OBS ein bisschen rumgeschraubt und stream jetzt hier mal über die CPU. Ich hoffe, das klappt. Ich habe gerade einen Test gemacht. Lief alles korrekt. Auch die Werte sind momentan okay. Und ich habe die FPS mal ein bisschen höher gestellt, weil ich gesehen habe, dass die Twitch-Aufnahme, dass das Spiel GTA 2 eigentlich langsamer lief, als dass ich es natürlich aufnehme. Also, weil wenn ich es auf YouTube hochlade, ist es natürlich flüssiger. Ich hoffe, das geht jetzt hier alles klar. Und ich versuche es jetzt einfach mal damit. Athena. Ja, es ist halt einfach, weil ich über die... ich habe AMD-Grafikkarte verbaut, deswegen, und AMD ist ja nicht so gut in dem Falle. Ja. Na gut, was soll's. Egal. GTA 2 starten. Okay, ich bin motiviert. Ich bin motiviert, gut drauf. Und ich würde sagen, wir versuchen's. Ohne zu versagen. Oh, er hat ihn verfehlt. Jetzt nicht mehr. Komm her. Ey. Ich will dein Maschinengewehr haben. Das bringt ja schon einiges. Okay, ich mache mal ein paar Kill Frenzies, ein paar Amokläufe. Zufälligerweise weiß ich ungefähr, wo was ist. In der Regel. Einen Moment. Hier unten irgendwo. Hier. Ja, gewusst wie, ja? 20 Leute mit den Raketenwerfer. Das sollte machbar sein. Von mir aus kann gerne die Polizei kommen, um mich zu unterstützen. Ja. Du bleibst bitte weg. Und noch einer. Der Glückliche.
Hey! Jetzt verfolgen die mich. Oh nein! Ich krieg die Krise mit euch! Yeah! Und. Kann doch wohl nicht wahr sein hier. Hat man denn niemals Ruhe? Gut, dann gehe ich mich jetzt lackieren. Machen einen halt wirklich das Leben schwer. Oh, warte mal, warte mal. Jawohl. Bisschen mein Geldspeicher auffüllen. Oh, hör zu, Pollen. Ich habe jetzt momentan echt keinen Bock, Stress. Oh, schon wieder Stress mit euch zu haben. Okay, ja. Wenn die nochmal auftauchen, ist mir recht. Tja, jetzt könnt ihr mich mal. Okay, ich mache noch einen kleinen Kill Frenzy. Da muss noch einer hier ganz in der Nähe sein. Hier. Einfach hier hochfahren und dann hier rein, glaube ich. Glaube das zumindest. So, oder... mehr oder weniger halt. Hier oben, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher, hier ist einer. Ja. Den dann, den wollte ich noch machen, weil der ist ziemlich einfach. Damit ich weiß, den habe ich jetzt auch schon mal erledigt. Den mache ich aber nicht hier, weil sonst verderbe ich es mir gleich wieder. Knallen mir normale Leute ab. Okay, das war's doch schon. Das lief doch schon mal nicht schlecht bis jetzt. Diesen Nachmittag. Weil das so gut lief, bin ich dazu geneigt, natürlich das gleich mal abzuspeichern. Jetzt kommt schon wieder ein Bulle. Was habe ich denn getan? Ich habe doch nur so einen publiken Menschen überfahren. Da gibt es doch zigtausende hier. Vector. Ich könnte eigentlich auch mal mit dem Zug mitfahren. Da könnte man auch so einiges entdecken. Warum nicht? Das ist eine gute Gelegenheit, mal ein bisschen weiter raus zu zoomen und zu sehen, was hier überall ist. Da sieht man schon die ganzen Waffen. Aber im Prinzip weiß ich das meiste ja. Ja. Nicht schlecht. Das reicht mir schon. Ich habe mir gedacht, wir besorgen uns einfach mal ein paar Venkas. Da könnte ich schon mal ein paar vorbereiten. Venkas. Es gibt insgesamt 8 Stück dieser besonderen Autos. Das heißt, ich muss eigentlich nur... ich muss nur diese 8 Autos besorgen. Beziehungsweise ich... ja, erstmal brauche ich natürlich die Polizei. Damit es nicht so einfach ist, ist ja völlig klar. Damit die mir auf den Sack gehen können. Und die Leute überfahren noch. Das ist beschämend. Scheiße, ich habe keine... hatte keine Waffe eingestellt. Okay, gib mir das Cop-Car. Das erste Venka-Auto, was ich mir jetzt besorgen werde, ist hier unten. Bei dieser Sprungschanze. Besorgt euch ein schnelles Auto und dann ab dafür. So, das ist zum Beispiel Nummer 3. Ich glaube, ich bekomme jetzt... wie viel? Eine ordentliche Summe. Pro Wagen 10.000 etwa oder so. Und dann, wenn man alle hat, bekommt man 100.000 als Belohnung und eine ganze Reihe super Bonuswagen hier. Dann werde ich mir jetzt erstmal ein paar besorgen von den Autos. Das kann man ja abspeichern. Ich habe es vorhin schon mal vor einiger Zeit schon mal getestet, dass es geht. Ich kann abspeichern. Und die Wagen habe ich dann auch schon gespeichert.
So, hier oben ist der nächste. Einfach hier rüber. Alter, die prügeln sich mit meiner Gang hier. Wahnsinn. Okay. Dann gönnen wir uns einen anderen. Ich muss mal gucken. Aha. Okay, hier hoch, hier hoch. Hier ausweichen. Genau, hier oben. Mit Hilfe der Sprungschanze kommt man da aufs Dach rüber und dann ist da eins. Problem ist dabei eigentlich nur, dass man nicht zu schnell sein darf, weil sonst springt man drüber. Muss also mit Gefühl rangehen. Versuch's mal. Okay, das war gut. Das hat funktioniert. Da ist das Auto. Das ist die Nummer 7. Okay. Dann... Komm ich auf die Nähe. Ja, jetzt kommt das FBI. Jetzt wollen sie nicht mehr. Ach, shit. Okay. Ey, ey. Okay, ich nehme auch den. Gut, gut, gut. Vielleicht sollte ich mich doch mal lackieren lassen. Wäre nicht schlecht. Weil das FBI verhaftet einen nicht mehr, die bringen einen nur noch um. Dann müsste ich einen Polizisten auf der Straße aufsuchen. Dass der mich zusammenschlägt, wenn ich jetzt keinen Ausweg mehr hätte. Oh, Alter. Aber die haben gute Waffen. Könnt ihr erfahren. Die benutzen Gewehr und leises Maschinengewehr, aber ich steige hier jetzt nicht aus. So. Jetzt wäre ein schneller Wagen nochmal recht. Vorsichtshalber oder... Stretch-Limousine ist eigentlich schon... Oder nehme ich das hier. Okay, schnappe ich mir jetzt den anderen Wenker. Man würde auch durch das Z-Gebiet hier hinkommen, aber ich benutze jetzt mal die Sprungschanze dort hinten. Weil dafür ist es eigentlich gedacht. Okay, muss ich bloß aufpassen, dass ich nicht zu schnell bin, weil sonst komme ich wieder drüber. Okay. Raus hier. Das läuft doch bis jetzt ganz gut. Nummer 2. Gib mir mal ein Auto. Das ist das Beste, was ich jetzt einfach mal bekommen kann. Also nehme ich das jetzt einfach mal. Genau, beim Einkaufszentrum. Da müssen wir jetzt hier rein, hier hoch. Hier ganz nach oben irgendwo oder auch nicht. Hier sind wir falsch. Hier drüben, hier oben. Und dann hier hoch. Und ich hoffe, ihr hört den Lärm im Hintergrund nicht. Aber meine Mitbewohner und alle anderen hören gerade ziemlich laut Musik. Ganze Hauswache. Alter Schwede. Einfach mit Gefühl hier den Weg folgen. Und hier ist es. Da haben wir die Nummer 5. Okay, jawohl. Ein Grund zum Freuen. Dann machen wir noch eins. Und ich nehme das ist ganz unten. Einfach hier reinfahren.
Und dann müsste hier irgendwo ein Weg sein. Hier, ja. Geheimer Weg, den man nicht sieht. So, wir haben jetzt... Zwei fehlen noch, okay. Was fehlt jetzt noch? Also, ah ja, genau, genau, genau. Ich weiß schon. Ich weiß es schon, gut. Mein Auto. Das ist im Redneck-Gebiet. Hier ein anderes Auto. Das mehr PS hat. Ich muss die Frage, ob ich den Weg jetzt sofort finde oder ob ich jetzt natürlich wieder ewig brauche. Das ist hier oben. Da oben ist das Auto, ja genau. Um da hinzukommen, müssen wir ja eigentlich nur irgendwie auf die Brücke kommen, ne? Oh Mann, ey. Die Rednecks sind nicht gerade gut drauf gerade. Bist du hier? Ah. Ist das wirklich der Weg hier? Nee, da ist die Sperre. Ich finde das so schlimm, wenn die Maschinengewehr haben. Die sollen lieber mit Molotovs rumwerfen. Okay, jetzt weiß ich nicht genau. Da ist ein Phil Frenzy. Dann sind wir zu weit. Es muss hier sein. Ja, perfekt. Dann fehlt jetzt nur noch einer und den, die Nummer 8 fehlt und die hebe ich mir auf, wenn ich den Bonus brauche. Aber wenn ich jetzt den Bonus freischalte und die Autos sind da und speichere und lade neu, dann sind die ganzen Autos wieder weg und die kommen dann auch nicht mehr. Aber die brauche ich ja. Die heben wir uns für den schwierigsten Amoklauf aller Zeiten auf. Und dann hoffen wir, dass wir den schaffen. Ich habe ein bisschen meine Zweifel, aber ja. Ja, okay. Dann speichern wir erst einmal den Erfolg ab. Nicht, dass wir es dann irgendwie nochmal machen müssen. Und dann würde ich sagen, gönnen wir uns mal zur Abwechslung wieder einen Job. Also auf zu den SAS und machen den Job da. Sind ja total easy, also jeder, der den ein bisschen versteht, schafft ihn eigentlich ganz einfach. Wow, wow, wow. Alter, das ist klassisch. Das ist mal wieder eine so absolut klassische Situation hier. Naja, das wundert mich. RC-Taxi, ja. Auch ein ziemlich schöner Job eigentlich. Der kann schon schwer sein, muss aber nicht. Ferngesteuerten Taxis. Benutzen hier einmal 5 Runden fahren. Wenn ich den Rekord breche, dann gehört der Job mir. Im Prinzip ganz einfach. Wenn man richtig gut ist, kann man durch diese Sprungschanze auch hier nach oben kommen.
und kann das Rennen dadurch ein bisschen abkürzen. Aber das will ich jetzt nicht versuchen. Ich habe damit kein Problem, das Rennen zu machen. Es gibt bloß manche, die machen halt Speedrun GTA 2. Und die benutzen natürlich jeden Trick, um irgendwie den Job teilweise oder sogar ganz zu umgehen. Schließen das dann alles ab und machen das irgendwie so mit Glitches und so auch. Das mache ich ja in der Regel jetzt nicht bei Jobs. Weil ich will ja auch zeigen, wie es geht und so und wie man es schaffen kann auch so. Außerdem macht es Spaß. Mein Boss zu betrügen ist jetzt nicht. Gut. Jetzt. Let's go. Soll eine Probefahrt durch die Stadt machen. Man darf sich aber nicht zu viel Zeit lassen, denn die Taxis fliegen auch mit der Zeit in die Luft. Die haben quasi einen Timer, den sieht man zwar nicht, aber wenn man sich nicht beeilt, ist der Job gescheitert. Am Anfang geht's noch, aber dann wird's schwieriger. So, steig ein. Und dann einfach zerstören, ins Wasser fahren oder so. Das Besondere ist, man kann hier im Taxi auch die Leute und alles überfahren, ohne dass die Polizei kommt. Weil da sitzt ja keine Person drin, das ist ja nur ferngesteuert. Da kann keiner was machen. Das heißt, wir sind quasi jetzt unverwundbar. Also vor den Bullen geschützt. Können uns nicht verhaften. Leider haben wir keine Zeit für diese Spielchen. Sonst würde ich die Situation vielleicht sogar noch ein bisschen ausnutzen. Steig ein, schnell! Ja, zerstört mich. Ich mache es mir natürlich einfach. Da ist ein Verräter in jedem Gebiet. Jetzt kommt einer im Z-Gebiet. Z sind ganz gut auf mich zu sprechen. Ich habe es mal erlebt, dass einer gerade als er einsteigen wollte, das Taxi hochging und der wurde dann weggeschleudert. War der Job natürlich gescheitert, ja. Das kann natürlich auch passieren. Steig ein! Ja. Gut, und jetzt entweder man wartet oder man fährt zu den Rednecks am besten. Die mögen mir schaden, aber in dem Fall helfen sie mir sogar noch. Hallo Redneck-Freunde. Ich bin mal ein paar erfahren, dass die ein bisschen schlechter drauf sind. Zählt vermutlich gar nicht. 70.000. Dankeschön. Das gibt ordentlich Geld, diese Jobs. Also wenn man wirklich Geld braucht, dann muss man nur diese Jobs machen und kann hier richtig Kohle absahnen. Das bringt's. Und weil ich gerade mal hier bin, machen wir natürlich auch gleich noch den letzten. Kinderspiel hier. Der war früher total schwer für mich, aber mittlerweile. Ja, dann. Ich habe SES-Klons, die dir helfen können. A2000 Wasserwerk zerstören und stellt keine Fragen. Okay, mache ich nicht. Oh, die Limousine, genau was ich brauche. Perfekt. Als hätte der Fahrer es gewusst. Und die Zettis sind momentan ganz gut auf mich zu sprechen. Also, sie sind neutral, aber. Nicht mehr lange. Denn jetzt geht's gegen die Zettis vor. Für den Job ist eigentlich nur wichtig, dass man richtig schießen kann. Dann ist das alles halb so wild. Hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch.
die SRS-Helfer sind eigentlich völlig sinnlos, weil die gehen jetzt sowieso gleich drauf. Da macht den Typen fertig. Oder auch nicht. Da. Guck dir das an. Einer von denen hat eine Waffe, die anderen wollten mit der Faust zusammenschlagen. Absolut lächerlich. Okay, ich muss 4 Turbinen zerstören und nicht vor den Wachen hüten. Ach, sag bloß. Da oben. Lauf vor. Die meisten haben Maschinengewehr. Er hat eine Pistole. Er hat eine Shotgun. So, und sind die schon mal erledigt? Dann kann ich in Ruhe jetzt hier die Turbinen zerstören. Beziehungsweise die nächsten Wachen. Am besten immer gleich schießen, bevor die eigentlich auf der Bildfläche erscheinen. So, das war's schon hier. Dann zerstören wir die Turbinen noch. So, das finde ich ja immer nett. Und zum Schluss noch den Generator. Sollte kein Problem sein. Okay, ich habe es mir mit den Zabiz jetzt verdorben. Aufgrund für den Typen. Wird gleich noch schlimmer werden. Aber egal. Ich fahre am besten gleich mal hier oben entlang. Und dann hier drüber. Okay, ich glaube. Nee. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wo. Ja. Ah, genau hier. Ja, gut. Die Zabatsu hassen mich jetzt. Völlig in Ordnung. So, und wir müssen den Generator zerstören. Ich könnte jetzt, wenn ich jetzt wirklich feige wäre, hier im Molotow-Cocktail einfach rüberwerfen. Und müsste jetzt nicht den ganzen Weg gehen und die ganzen Wachen auf mich nehmen. Aber ich möchte es jetzt trotzdem zeigen auf normalen Wege. Deswegen gehen wir jetzt hier einfach ganz entspannt runter und zerstören das dann. Ganz entspannt. Außerdem ist ja dann nochmal Rüstung. Die werden wir jetzt dann brauchen. Eventuell. So, und jetzt wird es gleich ein bisschen laut. Man wird mich jetzt vermutlich nicht mehr verstehen, aber ihr seht ja, was ich mache. Weg hier. Wache Nummer 1. Einfach draufhalten. Haltet drauf. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt noch mal einer von hinten. Ja. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Jetzt müssen wir hier nur noch raus und dann Job. Komplett. Sonst ist es ja nicht für ihn geschafft. Job complete. Gut gemacht. Wissenschaftler Gang erledigt. Das ist eine richtige Auszeichnung. Sehr gute Arbeit, THC 303. Du hast alle Wissenschaftler-Jobs erledigt, ja. Danke für das Lob. Jetzt muss ich nur noch lebend rauskommen hier. Ein Auto, bitte. Hey.
Okay, als nächstes würde ich die Rednecks machen. Die Zerbitze mache ich immer am Schluss. Aber ich würde sagen, wir speichern jetzt und dann gönnen wir uns nochmal einen Kill Frenzy. Ja. Wir gönnen uns den Kill Frenzy. Damit wir die ganzen Schweren jetzt nicht alle hintereinander machen müssen. Werde ich ja wahnsinnig. Dann machen wir die mit dem Gewehr nochmal. Muss ich aber dafür zu den SS fahren und die nochmal ein bisschen bearbeiten. Weil sonst werden wir keine Chance haben, Karriere zu machen. Bei den ganzen Typen da so. Halt den mal ab hier. Stirb. Tut mir leid, ich habe keine andere Wahl. Ich muss es so machen. Mehr. So, ja. Bei dem muss man aber auch wirklich hier unten aufpassen, weil wenn die mal wirklich übel gelaunt sind, haben die einen Flammenwerfer und das ist ganz schnell zum Tod führen. Das kann in der Tat. Hey. Das kann tödlich sein. Okay. Ja, gib mir den. Ja. TV-Wagen. Wenn man mal den Speicherpunkt nicht mehr findet, übrigens dieses Radar auf dem TV-Wagen, das zeigt immer den Weg zum Speicherort. Also zur Kirche. Hin. Ziemlich praktisch. Das wusste ich auch lange Zeit nicht. Okay, dann machen wir mal wieder den Job Panzerknacker und machen den Kill Frenzy, wo wir das letzte Mal nicht gepackt haben. Ach scheiße, die Pizza sind so schlecht drauf. Nein. Okay, warte mal, ich will nämlich mal wieder den Wagen bereitstellen. Ich brauche einen, der festgeparkt ist auf dem Parkplatz. Ein schnelles Auto. Nehme ich das hier. Kann man die Zerbitze nicht ein bisschen freundlicher machen? Naja, ich muss die Rednecks ein bisschen. Müsste ich jetzt dafür immer wieder umlegen. Okay. So. Da haben sie zumindest kein Maschinengewehr mehr. Ja, das ist ja doch ein bisschen angenehmer. Okay, versuchen wir es. Erstmal den Wagen schon mal bereitstellen jetzt dann. Nein! Alter, die machen den schon wieder kaputt. Gefällt mir überhaupt nicht. Okay. Alter, diese Doppelpistolen sind ja echt furchtbar. Warte mal. Verdammt, ich brauche irgendwas. Ja, Feldtransporter ist gar nicht mal so schlecht. In dem Fall. Okay, ich könnte, wenn ich einen B-Typ finde, auch gleich mal einen B-Typ besorgen, wobei kriege ich jetzt sowieso. Nee, ist egal. Okay. Schauen wir mal. Muss ich bloß das richtig. Das war das zweite, ne? Heute war das. Panzerknacker, okay. Alles klar. Oh, hallo. Komm doch mal her. Ich könnte dich eventuell gleich brauchen. Wenn du da bleibst. Erstmal natürlich den Panzer stehlen und bereit machen. In Position bringen. Wir haben es ja gesehen, es zählt jede Sekunde. Ich hätte fast geschafft, das letzte Mal fast. Bis auf einen Typen hier. Einen kleinen Publikum.
wartet mal kurz. Moment. Freeze! Okay, jetzt, ich bin wieder unterbrochen worden, mal wieder. Warte mal, muss ich mal gucken, ist das Mikro überhaupt richtig eingestellt noch? Läuft das hier so einigermaßen gut? Ja, wird schon laufen. Freeze! Ja. Okay, nein, du kriegst mich jetzt nicht. Nicht leben zumindest. Hä, ich habe keine Rüstung? Habe ich jetzt die ganze Rüstung verballert oder was? Kein Plan. Ja. Er kann drauf gehen. Das nehme ich mir mal mit. Da müssen wir jetzt hier nur erstmal die üblichen Verdächtigen aufschalten. So, hier hinstellen, nicht rausfahren. Und den B-Tip habe ich noch eingelegt. Okay. Ja, wir können sofort loslegen. Jetzt heißt es alles oder nichts. Ich habe es das letzte Mal versaut. Ich war auch nervös und bin festgesteckt. Es ist einfach schlimm. Oh verdammt. Ich bring mich doch schon wieder um. Ich sehe es doch jetzt schon kommen. Alter, ich... Oh, nein! Die verdammten Zabizos sind so fies. Sie sind so fies und gnadenlos. Ja, ja, es hilft nichts. Ich muss euch jetzt... Ne, ich muss hier viel mehr Vorbereitungen machen. Okay. Wir bekommen hier die Zabizos auf unsere Seite. Wir müssen die Rednecks bearbeiten. Die Rednecks und dann wiederum die SRS. Damit ich quasi die richtige Einstellung habe. Mann, ey, ich krieg echt. Gibt's nämlich die Zerbiz jetzt. Maul hauen hier. Na, gib mir mal ein bisschen Munition. So. Okay. Sterb, sterb. Ja, Zerbiz sind so schlecht drauf. Oh, um Himmels Willen. Ich muss ja so viele von den Typen jetzt umlegen. Einige. Okay, das war doch mal nicht schlecht. Jetzt ist mir leider das Maschinengewehr ausgegangen. Ansonsten hätte ich den noch deutlich bessere Abreibung verpasst. Bitte, Polizei, schützt mich vor diesen wahnsinnigen Rednecks. Okay. Unverwundbarkeit. Jetzt brauche ich euch nicht mehr. Molotovs, ja. Gib mal her. Molotov-Cocktails. So, und jetzt ab zu den SRS. Jetzt muss ich leider den eine Abreibung verpassen. Und das wird übel.
Ich hoffe, mein Avatar ist noch ein bisschen gerade. Ich bin ja gerade aufgestanden. Wo seid ihr denn? SRS-Typen. Tut mir leid, ich habe keine Wahl, aber die Rednecks mögen mich sonst nicht mehr. Scheiße, nein. Gebraten? Ob ich gebraten so gut schmecke, ich weiß es nicht. Ja, das ist... Alter Schwede. Also ich muss sagen, zu streamen und das gleichzeitig zu spielen ist schwieriger als einfach nur zu spielen. Weil ich nicht die Konzentration habe sonst. Oh Mann, ey. Das ist ja hier wirklich... heißes Pflaster hier. Kann nichts machen. Scheiße, Alter. Wir haben den Typen gebraten. Ich könnte ja versuchen, die zu erfahren, aber das dauert ja ewig hier, bis man da Respekt bekommt. Mit dem Wagen ist es natürlich auch so eine Sache. Man braucht Maschinengewehr, um zu killen. Oder zumindest eine Pistole, wie ich es jetzt da habe, aber das ist doch nicht die Lösung. Alter Schwede hier. Braucht mehr Respekt. Okay, das schaut gut aus. Dann speichere ich das jetzt ab. Damit sollte ich eine gute Chance haben. Alter! Tschüss! Tschüss! Ich lasse mir das doch nicht gefallen. Lieber sterbe ich. Jetzt habe ich bloß leider die schönen... Ja, ich wäre sowieso drauf gegangen wieder. Kennt mich doch, hier ist Sterben in der Tagesordnung. Okay, speichern. Hier bin ich völlig falsch. Hier bin ich in einem tödlichen Gebiet, wo ich jetzt im Moment gleich wieder gebraten werde. Weg hier. Ja, genau. Ob mit Bullen oder ohne ist mir eigentlich völlig egal. Okay, bei dem möchte ich jetzt noch machen schnell. Danach gönnen wir uns eine Pause. Ich mache vielleicht später nochmal einen Stream. Je nachdem, wie es läuft. Da kommen sie schon hinter mir. Ich habe vergessen, die Sirene einzuschalten. Okay. Dann gucken wir mal. Also, das Auto bei den Zettis müsste noch bereitstehen. Ja, natürlich. Wie ich gesagt habe, die verschwinden nicht. Auch mal schnell einen Wagen hier. Ja, jagt ihn mal hoch. Gut, dass sie sich auch gegenseitig erschießen.
Granaten brauche ich nicht. Oh, sorry. Ich wollte eigentlich kein Auto zerstören. So, hier drin bin ich sicher. Okay, geschwinde. Okay. Bereitstellen. Ich will diesen Panzer. Ja, ich will auch so einiges, aber den kriegst du jetzt nicht. Vergiss es. Okay. Ein B-Typ wäre jetzt nicht schlecht. Oder ein anderes Auto vorläufig. Nur um den B-Typ dann zu klauen. B-Typ, wo bist du? Ich brauche was. Ah. Und da ist er schon. Befindet sich auf gefährlichem Terrain. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ja. Okay, jetzt geht's. Ja, macht es nicht so wie ich, dass Zerbiet so schlecht drauf sind, sondern macht sie von Anfang an gut. Dann habt ihr einfach viel weniger Stress hier, wenn ihr hier euch bewegt. Das ist ja sonst völliger Wahnsinn. Oh Scheiße, jetzt habe ich vergessen, wo der Amoklauf genau ist. Ja, ich werde es dann schon noch wissen. Ist ja nicht so, dass jede Sekunde jetzt dann gleich zählt. Die Unverwundbarkeit, ich meine, die Unsichtbarkeit ist wichtig. Die Zeit für einen Amoklauf reicht eigentlich noch, aber die Unsichtbarkeit ist das, was zählt. Scheiße! Oh. Komm schon, komm schon, komm schon, beweg dich, gib Gas. Ah ja, ich muss natürlich so cool vorstellen. Kommt man eigentlich auf die Idee, 20 Polizisten abknallen zu müssen? Oh, geschafft, ey. Ich habe für sowas keinen Nerven, der ist echt schwer. Okay. Der Panzer, der kann drauf gehen. Ich mach den Job nicht. Wir brauchen den nochmal. Viel öfter, als wir glauben wollen. Jetzt muss eine Autobombe her oder irgendwas. Okay, jetzt ist kein Militär da. Also man kann den Job ohne Militär machen. Hey, da oben ist eine Bonusmarke. Geil. So. Der Panzer ist weg. Ich habe sogar eine Geburtstagskarte. Touch Guy. Und du vermasselst einfach das Geschenk. Ich bin echt sauer. Ja. Dein Problem. Das ist dein Problem. Hauptsache, ich hab's geschafft. Ich geh jetzt erstmal speichern. Oh, wir haben die Zielpunktzahl erreicht. 3 Millionen, okay. Auch nicht schlecht. Dann mache ich jetzt erstmal Schluss und vielleicht mache ich später noch mal einen Stream, mal schauen, je nachdem, wie es aussieht. Ja, macht's gut.